Als Sprecher der christdemokratischen Fraktion im Außenhandelsausschuss bin ich davon überzeugt, dass wir vor allem durch funktionierenden globalen Handel Wachstum und Beschäftigung auch in Europa schaffen können. Wir sehen, dass heute schon nicht nur die großen Konzerne, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen unglaublich von der Globalisierung profitieren. Aber wie können wir es schaffen, Regeln einheitlicher zu machen? Wie können wir es schaffen, Regeln verbindlicher zu machen? Wie können wir es schaffen, Marktzugang gerade in aufstrebenden Regionen wie China, Indien zu garantieren? Wie schaffen wir es, unsere transatlantischen Handelsbeziehungen, zum Beispiel mit dem geplanten Freihandelsabkommen, zu verbessern, zu stärken und auch im globalen Wettbewerb mit Nicht-Marktwirtschaften, mit Nicht-Demokratien besser bestehen zu können? Ich glaube, hier ist Europa gefordert. Hier sind wir auch gefordert, gemeinsame Antworten für alle 28 Staaten zu geben. Selbst ein großes Land wie mein Heimatland Deutschland alleine wäre in dieser Globalisierung überfordert. Ich würde mich freuen, wenn wir es gemeinsam angehen.